Das Weingut Kloster Marienthal an der Ahr. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit treffen sich hier im exklusiven Rahmen Militärattachés deutscher Botschaften und Vertreter vor allem von Rüstungsfirmen. Geladen hat die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik, eine Lobbyorganisation der Rüstungsindustrie. Um das Geschäft anzukurbeln, hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Ein Speed-Dating der Militärattachés mit den Firmenvertretern. Den Rüstungsexperten der Bundestagsfraktion der Linken, Jan van Aken, überrascht diese Spielart des Lobbyismus. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich da lachen oder weinen soll. Wenn ich mir vorstelle, dass deutsche Diplomaten sich zum Speed-Dating mit der Rüstungsindustrie treffen, zwischendrin gibt es eine Weinprobe, das ist wirklich die höhere Form des Rüstungslobbyismus. Damit werden deutsche Diplomaten quasi zu Handlungsreisenden für die Rüstungsindustrie auf Kosten von Steuergeldern. Immerhin, rund 60 deutsche Militärattachés sind in diesem Jahr auf der Gästeliste. Darunter auch die zuständigen für Krisenstaaten wie Syrien, Iran, Ägypten oder Kongo. Glasklar wird das Ziel der Veranstaltung schon in der Einladung formuliert. Es gehört zum offiziellen Auftrag der deutschen Militärattachés, für deutsche Firmen in ihrem Gastland Kontakte aufzunehmen, zu halten und so als Türöffner zu fungieren. Auf der Gästeliste der Veranstaltung in diesem Jahr findet sich auch Oberstleutnant Dirk Kraus, der Verteidigungsattaché der deutschen Botschaft in Mexiko, einem Land mitten im Drogenkrieg. Allein in 4 Jahren starben hier mehr als 30.000 Menschen. Militär und Polizei agieren häufig willkürlich und verletzen immer wieder Menschenrechte. Wer diesen Zustand kritisiert, lebt gefährlich. Auf Professor Carlos Fazio wurde sogar geschossen. Nur einige Geldmünzen in seiner Tasche verhinderten, dass ein Projektil seinen Oberschenkel durchschlug. In Mexiko weiß man, dass das organisierte Verbrechen nicht nur aus kriminellen Zivilisten besteht, sondern genauso aus Mitgliedern von Polizei und Armee. Das bleibt sich am Ende gleich. Trotz der desaströsen Zustände möchte die deutsche Rüstungsindustrie nach Mexiko exportieren. Ausgerechnet hier in der deutschen Botschaft von Mexiko hilft ihr dabei der Militärattaché Dirk Kraus. So ist der Diplomat im Rahmen der sogenannten Exportinitiative Sicherheitstechnologie tätig. Ende 2012 fliegt er nach Deutschland und präsentiert vor deutschen Firmen eine Marktanalyse über den Absatzmarkt Mexiko. Mitfinanziert hat die Veranstaltung das Bundeswirtschaftsministerium. Unterstützung für Rüstungsexporte? Das Ministerium streitet das auf unsere Anfrage hin ab. Die Exportinitiative Sicherheitstechnologien und Dienstleistungen bezieht sich ausschließlich auf zivile Technologien und Dienstleistungen. Zivil? Von wegen. In seiner Präsentation erläutert der Verteidigungsattaché unter der Rubrik Schwächen genau, welche Rüstungsprodukte Militär und Marine in Mexiko benötigen. Vom Militärhubschrauber über Sturmgewehre bis zu Kampfflugzeugen. Damit nicht genug. Im selben Jahr werben deutsche Firmenvertreter sogar direkt vor den mexikanischen Streitkräften für ihre Produkte. Mittendrin auch hier Verteidigungsattaché Dirk Kraus. Aber wie verträgt sich das mit der Rolle von Kraus als Staatsdiener in Uniform? Rüstungsexperte Jürgen Gresslin konnte sich das bislang nicht vorstellen. Ich erwarte von einem Militärattaché, dass es sich für Frieden und für Gerechtigkeit und die Wahrung der Menschenrechte einsetzt. Militärattaché Kraus macht das Gegenteil. Er fördert die Interessen der deutschen Rüstungsindustrie. Er gerät in die Rolle eines Lobbyisten der deutschen Rüstungsindustrie. Vom Steuerzahler finanzierte Attachés, Diplomaten in Uniform, die Rüstungsfirmen zuarbeiten? Eigentlich war den Militärattachés die Begleitung kommerzieller Rüstungsexporte bislang untersagt. Doch nach Kontrastrecherchen wurde dieses Verbot in einer neuen, geheimen Dienstanweisung 2010 unter der schwarz-gelben Regierung aufgehoben. Ganz offensichtlich hat im Jahre 2010 diese Bundesregierung entschieden, dass ab sofort die Militärattachés auch für kommerzielle Rüstungsexporte in andere Länder zuständig sind. Das war vorher ausdrücklich verboten. Das ist ein Beispiel dafür, wie diese Bundesregierung auf allen Kanälen versucht, Rüstungsexporte auch noch zu befördern. Nicht nur zu genehmigen, sondern ganz aktiv zu befördern. Wir wollen von Bundeswirtschaftsminister Rösler erfahren, warum sein Ministerium eine Werbeaktion für deutsche Rüstungsgüter in Mexiko finanziert.
trotz der Menschenrechtslage. Wie kommentieren Sie das? Wie begründen Sie diese Aktivität angesichts der Menschenrechtsverletzungen und tausender Toter im Drogenkrieg? Also zunächst einmal gibt es klare Verfahren für Exporte. Die sind auf Europaebene einheitlich. Die gelten auch für die Bundesregierung. Die galten auch zu rot-grünen Zeiten, zur Zeit in der Großen Koalition. Sie gelten auch für diese Bundesregierung. Und da wird jeder Einzelfall im Detail genau behandelt. Ausgewichen. Wir fragen noch einmal. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung fordert seit langem einen kompletten Exportstopp für Rüstungsgüter nach Mexiko. Warum unterstützen Sie dann trotzdem finanziell Präsentationen solcher Güter in Mexiko und in Deutschland? Nochmals, wir haben klare Regeln, die sind auch nicht willkürlich auszulegen von irgendeinem Mitglied der Bundesregierung, also auch nicht vom Wirtschaftsminister, sondern wenn Anträge da sind, dann werden die in den Gremien jeweils beraten, in den gemeinsamen Ausschüssen. Dazu gilt übrigens auch das Auswärtige Amt. Und dann kommt man zu einer Entscheidung und die wird jedes Mal wieder aufs Neue für jeden Einzelfall getroffen. Da gibt es weder pauschale Absagen noch pauschale Zusagen. Keine pauschalen Zusagen, aber pauschale Absagen aufgrund einer desaströsen Menschenrechtslage auch nicht. Dabei hatte die Bundeskanzlerin selbst einmal anderes verkündet. So ist dann auch das außenpolitische Selbstverständnis Deutschlands geprägt von der Maxime, die Bewahrung der Menschenrechte und friedliches Miteinander zu fördern, und zwar weltweit.